Servus meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja meine Freunde, im Hintergrund seht ihr wieder Call of Duty Black Ops 3. Nein Spaß, ihr seht GTA 5 im Online-Modus und dieses Video soll eigentlich dazu dienen, dass ich euch mal kurz zeigen kann, wie man mit einem ganz kleinen leichten Trick einen Jet von der Militärbasis ohne einen einzigen Stern zu bekommen klauen kann. Weil ihr wisst ja, sobald man auf den Militärstützpunkt kommt oder nur einen kleinen Pups in der Nähe lässt, hat man gleich 4 Sterne, man wird abgefuckt von den ganzen Spaggos und ja. Ich zeige euch jetzt mal kurz auf der Karte, wo ich mich befinde, bis ihr das dann später auffindet, die Stelle, wie ich das mache. So, also, machen wir hier. Ihr seht ja hier diese Nase auf der Karte. Ich mache das jetzt, also hier ist ja die Stadt und wenn ihr so links oben hinfahrt, seht ihr so eine kleine Nase, diesen kleinen Weg ist es ja. Und dann markiere ich mir so ungefähr nach dieser Linie ungefähr einen Punkt. Und egal wo ich bin, dann fahre ich dorthin. So. Das Ganze machen wir jetzt dann auch mal. Jetzt fahren wir schnell dorthin. Tüdelü. Steigen wir ein. In meinen schönen Black Centauro. Mit roter Unterbodenleuchtung. Wenn euch dieses Auto so gefällt, wie ich es gemacht habe, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Würde mich sehr darüber freuen, ein Feedback von euch zu bekommen. Und ja. Jetzt fahren wir mal kurz dahin. Tüdelü. Und ich finde es auch immer ganz verrückt, auch wenn man so fährt, dass die Computer, wo da ja auch rumfahren, dass die manchmal echt so Spagomaten-Anfälle haben und einfach mal so kurz rüberziehen. So, ihr habt ja gesehen, ich bin jetzt durch den Tunnel durchgefahren und bin nach links. Ihr seht jetzt hier, ich fahre jetzt nicht ganz hoch, hier geht so eine kleine, so ein kleiner Hang nach oben. Und das ist so eure Rampe dann später. So, jetzt nimmt man mal ein bisschen Anlauf. Guck mal, hier steht einer. Oh, der will mich abknallen. Oh mein Gott, warum will der mich abknallen? Was habe ich ihm getan? So Leute, jetzt hat er mich angeschossen. Jetzt habe ich 4 Sterne. Toll. Ah, ja, jetzt nehmen wir mal kurz ein bisschen Anlauf. Ihr könnt das natürlich auch, ihr müsst das nicht unbedingt mit eurem Centauro oder was weiß ich für einen guten Auto machen. Ihr könnt das auch mit irgendeinem Straßenfahrzeug machen. So, jetzt rufen wir mal schnell Lester an. Das geht mir auf den Keks, das ist Geblinke. Ihr müsst es nicht unbedingt mit eurem Centauro machen, sondern ihr könnt es auch mit einem ganz normalen Straßenfahrzeug von GTA machen. Es muss auf jeden Fall richtig gut beschleunigen und eine gute Höchstgeschwindigkeit haben, sonst habt ihr richtig verkackt, weil sonst kommt ihr nachher nicht über den Zaun drüber, weil da ist ja so ein Sicherheitszaun. So, jetzt öffnet ihr euer Handy wieder, wenn ihr natürlich genug Anlauf genommen habt und natürlich nicht euer eigenes Handy im Real Life, sondern in GTA und geht auf Lester wieder. So, jetzt ruft der Lester an, das dauert natürlich ein bisschen. Und dann öffnet sich natürlich dieses Menü. Das habt ihr natürlich gerade eben schon gesehen. So. Und bei diesem Menü könnt ihr alles Mögliche machen. Ihr könnt einen Hubschrauber finden, bla bla bla. So, aber wenn ihr jetzt von ganz oben seid, wenn ihr das öffnet, das Menü natürlich, und dann einmal nach oben tippt, dann seht ihr, kommt ihr ganz nach unten, dann steht dran, Cops schauen weg. So, wenn ihr das natürlich macht, schauen die Cops weg. Wie es natürlich auch heißt. Und ihr könnt machen, was ihr wollt, so gesehen. Außer ihr natürlich Leute umbringen oder sonstiges. Da schalten die sich natürlich trotzdem ein. So, wir aktivieren das jetzt mal. Und ihr seht, ich fahre gleich los. Ich habe jetzt 3 Minuten Zeit und kann in den 3 Minuten eigentlich so gesehen alles machen, was ich möchte. So, gebe jetzt mal richtig Stoff und fahre jetzt Richtung diesen Hang. Und ihr müsst ihn natürlich auch gut erwischen. Nicht, dass ihr irgendwie versaut. So, ihr seht, ich fliege jetzt über den Zaun. Und bin jetzt auf dem Militärstützpunkt. Ups, bisschen zu viel überschlagen. Und ab. Ihr seht, ich bin jetzt auf dem Militärstützpunkt und es passiert mir gar nichts. Ich kann hier rumfahren, ich kann hier meine Kreisel drehen, alles was ich möchte. Und ja, jetzt kann ich natürlich zu dem Jet hinfahren, aber ihr müsst natürlich immer berücksichtigen, wenn ihr jetzt eine Knarre zieht und rumballert, dann seid ihr am Arsch. Dann werden die trotzdem auch durch diese 3 Minuten werden die euch ja die Hölle heiß machen. So, ihr seht, die fahren hier rum. Also die fahren hier rum. Hier, hier. Hallo. Ihr seht mich. Also die sehen mich. Die sehen mich, aber machen mir nichts. Die denken, ich bin ihr Homie oder so ein Scheiß. Nein. Jetzt gehe ich auf den Jet. Ihr seht, es passiert immer noch nichts. Normal müsste ja rechts oben jetzt 4 Sterne blinken. Es passiert immer noch nichts. Ich mache den Jet auf, ich checke in den Jet ein. Ich fahre mit ihm los. Also ich glaube, das nennt man auch fahren, wenn er noch am Boden ist. Ich fahre los mit ihm.
Ihr seht, ich starte. Und ihr seht, ich lasse den Stützpunkt hinter mir. Es passiert mir immer noch nichts. Weil natürlich immer noch der Countdown von Kopfschauen wegläuft. Ja Leute, das ist der ganze kleine Trick hier daran, wie man sich einen Jet ganz leicht besorgen kann, vom Militärstützpunkt, ohne Ärger zu kriegen. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob es noch was dazu zu sagen gibt, außer wenn ihr den Jet habt, lasst euren Spaß raus, fuckt die Gegner ein bisschen ab. Das war's mit diesem Video. Ich verabschiede mich schon mal von meinem Jet. Aha. Ciao. Das war's mit diesem Video. Wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Ciao.